Hallo zu einem Mini-Let's-Test. Ich habe eben gerade beim Naturkostladen in Zweibrücken mir ein paar Dinge geholt. Unter anderem diesen hier. Das ist ein Kokosnussmilch-Joghurt. Das heißt, das ganze Ding ist auf Kokosnussmilch-Basis. Bedeutet ohne Soja, ohne Hafer, ohne andere Dinge. Der ganze Joghurt besteht aus quasi Bakterien und Kokosnussmilch, ein bisschen Stärke und dem entsprechenden Früchten. Das ist eben hier die Mango-Maracuja-Variante. Harvest Moon macht ja wirklich sehr, sehr leckere Smoothies. Und ich bin einfach mal gespannt, beziehungsweise ich habe schon den Deckel abgeleckt und werde jetzt nochmal den Rest probieren. Mal so einen richtigen Löffel davon. Die Farbe ist ziemlich schön, so wirklich Mangofarben. Fällt mir schon mal ganz gut. Konsistenz normal. Ich muss vielleicht noch mal ein bisschen umrühren. Normalerweise rühre ich noch ein bisschen mehr als das hier um, aber probieren es mal so. Und ich hoffe, ich kleckere mich jetzt nicht voll. Genau das passiert. War zum Glück nur der Tisch. Schmeckt aber wirklich gut. Also, ist nicht so babsüß, wie man jetzt denken könnte. Man hat schon dieses Kokosnussmäßige. Ganz leicht, also kriselig nicht, aber er ist nicht so 100% glatt wie ein normaler Joghurt in der Konsistenz, aber relativ nah dran, sehr cremig. Man hat diesen leichten Kokosnussgeschmack hinten dran, auf jeden Fall, das merkt man. Es ist auch, man hat so auch diesen Rest Fett. Geschmack noch von der Kokosnussmilch. Man schmeckt die Maracuja raus, die Mango nicht ganz so sehr, bin ich ganz ehrlich. Also ich habe jetzt mehr Maracuja rausgeschmeckt. Aber insgesamt finde ich den sehr, sehr lecker, wenn auch schweineteuer. Also normalerweise, das ist jetzt der Sonderpreis, weil der kurz vorm Ablaufen war, kostet der 2 Euro und da sind 100 Milliliter oder sowas drin. Ich weiß es gar nicht, nee, 125 Gramm. Also es geht. Ja. Aber klar, wenn man sich einen Joghurt holt, Kuhmilchjoghurt, dann ist der normalerweise günstiger. Aber das ganze Ding ist halt eben vegan, es ist laktosefrei, es schmeckt, finde ich, sehr, sehr gut. Ich würde ihn mir auf jeden Fall nochmal kaufen. Sogar für den regulären Preis, aber nicht jede Woche einen so einen Becher, weil mir wäre das zu teuer. Ich würde es mir wirklich für ja, besondere Gelegenheiten aufheben und ja, ich werde jetzt mal den Rest vernaschen. Ich bin doch gespannt, wie anderen Sorten schmecken. Das werde ich über die nächsten Wochen mal austesten. Das Problem ist, manchmal ist es halt im Naturkostladen sind die Joghurts aus gekauft. Also die haben immer nur einen kleinen Bestand, weil er halt sehr teuer ist und so weiter. Denke ich mal, haben die nur einen kleinen Bestand. Joghurt sich nicht lange halten und so weiter und so fort. Aber den finde ich wirklich sehr, sehr lecker. Kann ich durchaus empfehlen. Also falls ihr keine Soja vertragt, ihr keine Laktose vertragt und ihr stolpert mal über so einen, nehmt ihn ruhig mal mit und gönnt euch das. Und dann würde ich sagen, bis die Tage und wir sehen uns gerne in einem anderen Video von mir. Ciao!